Viele von uns denken ja, wenn es uns emotional schlecht geht, dann sollten wir uns nach innen wenden, unsere Gefühle und die Situation analysieren und Einsichten gewinnen, die uns helfen. Und wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann sollte man es eben immer und immer wieder tun. Ich hoffe, ihr wisst nun, was ich von euch erwarte, Jungs. Und wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft, dann machen wir es halt wieder und wieder und wieder und wieder. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Dazu eine kleine Geschichte, frei nach Paul Watzlawick in seinem nicht masochistisch gemeinten Bestseller Anleitung zum Unglücklichsein. Es ist die Geschichte von Louis, dem kleinen Pinguin. Louis, kein Freund arktischer Kälte, hat seine dufte Iglu-WG gegen ein typisches Einfamilienhaus im warmen Marokko getauscht und will dort gerade ein Bild seines Lieblingsfilms aufhängen. Die Nägel hat er schon, nicht aber einen Hammer. Sein Nachbar Rick hat zum Glück einen. Also beschließt Louis, hinüberzugehen und sich den Hammer zu leihen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn Rick mir den Hammer nicht leihen will? Gestern auf der Treppe zur U-Bahn hat er mich nur flüchtig gegrüßt. Vielleicht war er ja nur in Eile. Vielleicht hat er die Eile aber auch vorgetäuscht und er hat was gegen mich. Aber was könnte er gegen mich haben? Ich habe ihm doch nichts getan. Der bildet sich da was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich würde es ihm geben. Warum er also nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Sowas vergiftet doch das ganze Zusammenleben. Und dann bildet er sich wahrscheinlich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Und überhaupt immer diese angedeuteten Vergleiche, wie gut es ihm immer geht und wie schön gemütlich er mein kleines Häuschen findet und die vielen Sportabzeichen in seinem Wohnzimmer und wie glücklich er immer tut mit seiner perfekten Frau und wie schlimm doch meine Scheidung gewesen sein muss und seine tollen Kinder und ob ich nicht auch welche haben wollte. Dieser eingebildete Blödmensch. Und so stürmt Louis hinüber, läutet und bevor Rick auch nur guten Tag sagen kann, schreit Louis ihn an. Wissen Sie was? Sie können mich mal, ich scheiße auf Ihren Hammer. Und wenn Thor selbst ihn geschmiedet hätte. Wie anders hätte diese Geschichte ausgehen können? Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Besonders subtil ist das Gleichnis von Louis zugegebenermaßen ja nicht. Louis macht zweierlei falsch. Er betreibt selbstbezogenes Grübeln und er vergleicht sich sozial mit anderen. Sonja Lubomirski, amerikanische Psychologin und so eine Art Päpstin der empirischen Glücksforschung, nennt das in einem ihrer Bücher zum Thema Glücklichwerden zusammengenommen Overthinking. Und die Neigung zum Overthinking, so zeigen einige ihrer Studien, ist diejenige alltägliche Denkweise, in der sich besonders Unglückliche von besonders glücklichen Menschen am meisten unterscheiden. Praktischerweise stellt Lubomirski in ihrem Buch auch gleich eine Reihe von getesteten Methoden vor, wie man seine Neigung zu grübeln und sich mit anderen zu vergleichen loswerden oder zumindest unterfahren kann. Wer zu Overthinking neigt und da was gegen machen will, also dranbleiben, denn darum geht's jetzt in Leaves of Knowledge. Dass man nicht zu viel nachdenken sollte, ist eine Volksweisheit. Das sagen einem die eigene Oma, ex cathedra, der Papst und jeder gut sortierte Diktator. Aber zugleich ist klar, dass man seine Probleme ohne Nachdenken selten lösen kann. Was soll's also sein? Wie so häufig, erstmal Begriffe klären. Kurzform, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem produktiven, problemlösenden Nachdenken über sich selbst und dessen bösem Schatten, dem unproduktiven, sich im Kreis drehenden Nachgrübeln über eigene Probleme. Hilfreiche Selbsterkenntnis stellt sich selten ein, wenn wir vorher schon 10-mal auf dieselbe Weise über uns nachgedacht haben. Und wir sind schlicht nicht besonders gut darin, gute Ideen zu haben, wenn wir das auch noch in mieser Stimmung machen. Es ist ein bisschen damit vergleichbar, dass einem
in einer Prüfung, wenn man gestresst ist, viele Sachen einfach nicht einfallen, obwohl man sie eigentlich weiß. Unser Gehirn arbeitet unter Stress einfach schlechter. Und ähnlich ist das, wenn man unglücklich ist. Durch Grübeln findet man also selten Lösungen für eigene Probleme. Vor allem aber, dieses Grübeln erzeugt sogar selbst neue Probleme. Man gerät nämlich durch Grübeln oft in eine verzerrte, pessimistische Perspektive auf das eigene Leben. Und das wiederum führt zum Beispiel zu Schlafstörungen, schlechterer Konzentration, Motivationsmangel, in schlimmeren Fällen zu einer erhöhten Depressionsgefahr oder Angststörung. Typische solcher problemerzeugender Grübelfragen sind: Warum bin ich nur so unglücklich? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert, wenn ich die nächste Klausur auch noch verhaue? Warum hat sie mich nicht eingeladen? Oder eben, wie unser Louis, wieso hat er mich nur so flüchtig gegrüßt? Das sind an sich durchaus sinnvolle Fragen. Aber wenn man da grübelnd dran geht, dann stellt man sie sich eben immer und immer wieder, obwohl man aus Erfahrung weiß, die letzten 10 Male hat das nichts gebracht, außer zusätzlicher Probleme. Therapeuten sprechen dann von einer sogenannten Zwangsvorstellung in Frageform. Eine besondere Variante des Grübelns, die einem in diesem Zusammenhang auch bewusst sein sollte, sind konkurrenzorientierte soziale Vergleiche, wie sie Louis betreibt. Der hat das größere Haus, der ist besser in Sport, die hat eine tollere Beziehung, die sieht besser aus, der wird befördert, ich nicht und so weiter. So wie es aber Freunde des Grübelns gibt, so gibt es auch die Meinung, solche Vergleiche seien an sich doch eigentlich ganz gut, weil sie motivieren und anspornen würden. Sensible, pädagogisch versierte Eltern sagen dann ja zum Beispiel: Schau dir deinen älteren Bruder an, was der alles kann. Oder: Warum nimmst du dir nicht an Alexander ein Vorbild? Manchmal spornt das tatsächlich auch an. Aber auch hier gilt: Das kann sich verselbstständigen und macht dann langfristig, trotz vielleicht besserer Leistungen in bestimmten Bereichen, nicht zufriedener. Studien zeigen genau das Gegenteil. Erstaunlicherweise können nämlich glückliche Leute mit so einer Einstellung gar nichts anfangen. Natürlich wissen sie intellektuell, was soziales Vergleichen bedeutet, aber sie machen das schlicht nicht. Stattdessen freuen sie sich für andere, wenn die Erfolge haben, und sie zeigen Mitgefühl und Besorgnis, wenn andere Fehlschläge haben. Besonders unglückliche Menschen hingegen vergleichen sich häufig und stoßen da auf das Problem, dass es eben immer jemanden gibt, der klüger, reicher, attraktiver, schlagfertiger ist als man selber. Und sie fühlen sich dann selbst tendenziell chronisch unsicher und bedroht. Erfolge anderer entmutigen sie. Und bei Misserfolgen anderer fühlen sie nicht etwa Mitgefühl, sondern Erleichterung. Ich hatte mal Zugang zu einer Gruppe, denen man ein besonders starkes Konkurrenzverhalten nachsagt: Jurastudenten. Und da kursierte in WhatsApp-Gruppen folgendes Meme: Witzig und traurig zugleich. Was also tun, wenn man zu Grübeln und zu Konkurrenzdenken neigt und das runterfahren möchte? Kurzantwort: Es lassen und etwas anderes tun. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn jeder, der das mal versucht hat, wird wissen, dass das gar nicht so einfach ist, sonst hätte man es ja schon abgestellt. Zum Glück gibt es mittlerweile aber allerlei Verhaltensweisen, die empirisch getestet tatsächlich funktionieren. Die klappen aber nicht bei jedem gleich gut. Das ist ein bisschen wie bei Medikamenten. Das große Geheimnis beim nicht mehr grübeln und übrigens beim glücklicher werden insgesamt ist deshalb: Was von dem, was erwiesenermaßen wirkt, passt denn zu mir persönlich, zu meinen besonderen Zielen, zu meiner Situation, zu meinen Stärken und Schwächen am besten? Das sollte man bei dem, was jetzt an Ratschlägen vorgestellt wird, immer im Kopf behalten. Anti-Grübel-Aktivitäten kann man in 3 Gruppen einteilen. Die erste Gruppe umfasst
alles, was helfen kann, eine aktuelle Grübel-Episode möglichst schnell zu beenden. Wie schafft man das? Lubomirski nennt 5 Möglichkeiten. Die erste: Ablenkung durch andere Aktivitäten. Das ist naheliegend, aber man muss eben eine für einen selbst wirksame Ablenkung finden. Ziemlich egal, was das ist, Hauptsache es bindet die Aufmerksamkeit. Ich neige zum Beispiel zum Grübeln, wenn ich nachts aufwache. Inzwischen lasse ich mir dann mit Abschaltautomatik ein Hörbuch vorlesen. Das bindet meine Aufmerksamkeit, sodass ich nicht mehr ins Grübeln gerate und relativ schnell wieder einschlafen kann. Andere Leute lesen dann zum Beispiel kurz ihr Lieblingsbuch, bis sie wieder müde werden. Oder, das ist jetzt natürlich tagsüber, man bringt den Müll raus, man kocht was, man geht spazieren, wirft die Playstation an und so weiter. Wenn Ablenken bei einem so aber nicht so gut funktioniert oder praktisch nicht möglich ist, kann man auch zweitens die sogenannte Stopptechnik ausprobieren. Da ruft man dann tatsächlich laut sich selber zu: Stopp! Oder Nein! Und das klappt bei mir zum Beispiel ganz gut, obwohl ich mir da anfangs auch irgendwie etwas komisch bei vorgekommen bin, so als wäre ich so ein seniler Typ auf der Straße, der unerfreuliche Selbstgespräche führt. Alternativ kann man das Stopp aber auch aufschreiben oder es sich selber innerlich laut denken und sich dann eben auf etwas anderes konzentrieren, was die Gedanken bindet. Eine dritte Möglichkeit klingt zunächst ein bisschen paradox. Man kann nämlich bewusst planen, sich später zu einem bestimmten Zeitpunkt 30 Minuten fürs Nachdenken zu reservieren. Sich also eine Art Grübelzeit im Kalender einzurichten. Das erleichtert das Stoppen im aktuellen Moment, weil man ja weiß, okay, ich kann jetzt erstmal damit aufhören, später habe ich dazu ja noch konkret Gelegenheit. Und Studien zeigen, dass man dann, wenn der entsprechende Zeitpunkt gekommen ist, oft gar keine Lust mehr hat, ins Grübeln zu kommen. Das kommt einem dann ganz unnatürlich vor. Eine vierte Möglichkeit ist, die ist auch ziemlich naheliegend, man kann mit einer wohlwollenden und vertrauenswürdigen Person über seine Gedanken und Probleme reden. Ein Gespräch ist nämlich nicht das gleiche wie alleine unkontrolliert vor sich hin denken. Und es kann den Gedanken eine produktivere Richtung geben. Man muss aber natürlich auch da aufpassen, dass der oder die andere Person nicht einfach mitgrübelt. Und man muss darauf achten, andere auch nicht zu überfordern, sonst ziehen sich Menschen irgendwann sozial von einem zurück. Fünfte und letzte Möglichkeit, aus dem aktuellen Grübeln rauszukommen, besteht darin, seine Gedanken aufzuschreiben. Das hilft, sie zu ordnen und sie sich sozusagen von der Seele zu schreiben. Wenn man auch sonst gerne mal was schreibt, zum Beispiel E-Mails an Freunde, dann ist das vielleicht für einen genau das Passende. Okay, soweit die 5 Möglichkeiten, Grübel-Episoden möglichst schnell abzubrechen. Was gibt's noch? Die zweite Gruppe besteht aus Aktivitäten, bei denen man statt nur über seine Probleme nachzudenken, etwas tut, um sie anzugehen. Auch das wirkt erstmal banal. Es scheint aber nicht selten so zu sein, dass Grübler quasi unbewusst darauf warten, dass von selbst etwas geschieht oder jemand anderes auftaucht, der ihnen hilft. Das ist leider ein bisschen so wie beten und klappt ähnlich selten. Seine Probleme zu lösen ist aber natürlich meist auch nicht so einfach. Sonst hätte man ja auch das längst getan. Zum Glück geht es aber rein grübelvermeidungsbezogen nicht darum, das Problem völlig zu lösen, sondern es reicht oft, einen kleinen Schritt in die entsprechende Richtung zu machen. Und da weiß man ja oft, was man eigentlich tun könnte. Louis zum Beispiel hätte ja auch zu Rick rübergehen und ihm sagen können: Hallo Rick, ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte mal was fragen. Wir sind uns da ja neulich in der U-Bahn begegnet und Sie sind so schnell an mir vorbeigelaufen. Und ich frag mich jetzt, ob das mit mir zusammenhing. Habe ich irgendwas Doofes gemacht? Das würde mir leid tun. Mir ist eine gute Nachbarschaft wichtig. Oder wenn ich mir Sorgen mache, auch die nächste Klausur zu verhauen, kann ich beispielsweise zur Lehrerin hingehen und sagen,
war das letzte Mal ja nicht so geil mit meiner Leistung. Was empfehlen Sie mir denn, wie ich mich auf die nächste Arbeit besser vorbereiten kann? Übrigens wette ich aus meiner Erfahrung, alleine einem Lehrer so zu zeigen, dass man motiviert ist und ihn um Hilfe zu bitten, wird schon dazu führen, dass er die nächste Arbeit wohlwollender beurteilt. Also bereits so kleine Schritte verbessern die eigene Stimmung und das Selbstwertgefühl und beides reduziert die Neigung zu grübeln. Ein letztes, man kann versuchen, Situationen zu vermeiden, die bei einem Grübeln auslösen können. Das ist nicht viel anders als zum Beispiel bei einem Raucher. Wenn ich weiß, ich zünde mir gerne eine Zigarette an, wenn ich nach dem Essen noch länger sitzen bleibe, ja, dann räume ich am besten eben nach dem Essen den Tisch schnell ab. Man kann sich also eine Liste von Orten, Zeiten oder Personen machen, bei denen man erfahrungsgemäß schnell ins Grübeln gerät. Bei mir persönlich ist so eine grüblerische Raumzeit am Wochenende beispielsweise morgens alleine länger im Bett liegen bleiben. Bei anderen ist es vielleicht bestimmte Lieder hören und dann sentimental werden und dann anfangen zu grübeln. Oder sich mit der maulenden Myrte zu unterhalten. Also präventiv solche Situationen vermeiden. Kommen wir zum Ende. Es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, Grübeln zu minimieren. Meditation zum Beispiel scheint manchmal zu helfen, wenn man meditieren lernen kann. Oder man macht es wie Woody Allen. Der neigt nicht nur in seinen Filmen zum Grübeln. Und wenn er das im richtigen Leben macht, dann sagt er zu sich, alle, die irgendwie mit diesem Problem zu tun haben, sind in 100 Jahren alle tot. Und das scheint ihm irgendwie zu helfen. Ach, und noch was von wegen Woody Allen. Grübeln und Depressionen kommen häufig im Doppelpack. Und bei Depressionen sollte man sich eine gute Therapeutin suchen und nicht nur YouTube-Videoratgeber konsumieren. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wem es gefallen hat, kommentieren, Daumen hoch und vielleicht sogar den Kanal abonnieren. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.